Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sneak Preview, dieses Mal zu Selfless, der Fremde in mir, einem Film, in dem es darum geht, dass ein alter Immobilienmogul, Milliardär, an diversem Krebs erkrankt ist, eine sehr, sehr kurze Lebenserwartung noch hat, aber immer noch ein Fiesling ist, der Neuling in der Branche, den Chaos macht, er kriegt die Information, dass ihm irgendwie geholfen werden könnte, dass er doch nicht sterben muss und er wendet sich an diese Firma und die sagt, ja klar, wir können da was machen, wir wenden uns sowieso nur an besonders kreative Leute, die besonders viel geschaffen haben und weil er ja in New York ganz viel geschaffen hat, glauben sie, dass er da der Richtige für ist und wollen ihm quasi dabei helfen und sagen, ja, wir verkaufen dir hier einen Körper, der ist im Labor gezüchtet. Das ist alles gar kein Problem und ja, dann sagt er, ich gehe darauf ein, dieser Mann wird gespielt von Ben Kingsley und dann kommt er irgendwann in dieses Labor, täuscht vorher seinen Tod vor, wird dann vermessen und sein Bewusstsein auf den neuen Körper übertragen und er wacht dann auf und der neue Körper wird gespielt von Ryan Reynolds und jetzt erstmal schauen wir so ein bisschen zu, wie seine Rekonvaleszenz ist und da schluckt er mal irgendwelche merkwürdigen Pillen und manchmal hat er merkwürdige Halluzinationen und sowas und dann sieht er irgendwie eine Frau und ein Kind, so, ja, woher das kommt, woher soll man das denn wissen, das ist alles, man möchte natürlich sagen, okay, sowas in der Art, ein bisschen mit Körpertausch und sowas, vielleicht ein bisschen wie Face-Off und das mit diesem im Labor gezüchtete Körper, das sind halt so ein bisschen an die Insel und vor ein paar Jahren gab es auch mal eine ARD oder eine ZDF-Serie mit ähnlichem Thema, wo alte Europäer afrikanische Körper mieten, um mehr Lebensqualität zu haben. Tut alles nichts zur Sache, also ich will bloß sagen, das Konzept ist gar nicht so neu irgendwie, also wenn es schon eine öffentlich-rechtliche Serie aus Deutschland dazu gab, dann kann das Konzept ja nicht so neu sein. Es ist an sich gut umgesetzt, weil jetzt tauchen diese Flashbacks immer wieder auf und irgendwie begibt er sich dann auf die Suche nach dieser Frau und derartigen Dingen und wird immer wieder versucht, davon abgehalten zu werden von diesem Wissenschaftler, der das gemacht hat und bei ihm stehen relativ viele Action-Szenen auch. Es ist an sich gut gemacht, es ist auch einigermaßen spannend erzählt. Man ist natürlich ein wenig verwirrt, was da so alles immer so, was er so kann, was er nicht so kann. Außerdem verwirrt es mich, dass ein alter Mann plötzlich wieder so die Mode der Jugend für sich entdeckt. Weil man irgendwann, und ich meine so alt, dass ich sagen möchte, ich bin jetzt schon 70 oder sowas, davon bin ich ja noch weit, weit entfernt, aber die Mode der Jugend heute verstehe ich auch schon längst nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, spannend durchaus erzählt. Trotzdem haben viele im Kino gemeint, ja, ob sie für den Film extra ins Kino gegangen wären, ja, nicht unbedingt, aber für den Sneak war er schon ein sehr, sehr guter Film. Also, wenn er denn irgendwann mal im Fernsehen kommt, kann man ihn sicher auf jeden Fall mal anschauen. Damit bis zum nächsten Mal und